Gehen wir in der Geschichte der Gehirnforschung etwas zurück, zu den Anfängen. Wie wir wissen, besteht das Gehirn aus unterschiedlichen Bereichen. Diese unterschiedlichen Bereiche zu erfassen, zu analysieren, nennt man die Kartierung des Gehirns. Die Kartierung des Gehirns nahm ihren Anfang im späten 18. Jahrhunderts mit der Pseudowissenschaft der Phrenologie. Die Phrenologie versuchte, bestimmte äußerliche Merkmale wie Beulen oder halt Schädelschäden mit bestimmten psychologischen Erkrankungen in Verbindung zu bringen. 1861 veröffentlichte Paul Broca eine bahnbrechende Studie. In dieser Studie ging es um seinen Patienten Le Borgne. Le Borgne verstand zwar das, was man ihm sagte, konnte aber als Antwort nur den Begriff Tan aussprechen, weil seine Sprachfunktion komplett degradiert war. Wie geht's dir, Le Borgne? Tan. Hast du Hunger, Le Borgne? Tan. So ungefähr musste eine Kommunikation zwischen Paul Broca und seinem Patienten Le Borgne ausgesehen haben. Le Borgne war erst neu gestorben, als die Autopsie der Leiche von Broca Folgendes hervorbrachte. Le Borgne hatte Schäden am linken Frontallappen. Somit konnte eine direkte Verbindung zwischen dem Sprachfehler von Le Borgne und einem physischen Schaden gebracht werden. Obwohl dieses Ergebnis nur auf einen spezifischen Patienten beruht, konnte eindeutig eine Kopplung einer Funktion mit einem Ort zusammengebracht werden. In späteren Studien fand Broca weitere Patienten mit Sprachstörungen, die an der exakt selben Stelle einen physischen Schaden hatten. Wenig später erkannte Karl Wernicke mit der identischen Methode, dass sprachliche Fehler mit dem linken Schläfenbereich in Verbindung stehen. Diese Fälle helfen dabei, eine neue Art der Wissenschaft hervorzubringen, die Neuropsychologie. Dabei werden hirngeschädigte Personen auf Defizite hin untersucht und versucht, im Umkehrschluss herauszufinden, welche Region am Gehirn, am Schädel verantwortlich für welche Fehlfunktion ist. So haben in den vergangenen 150 Jahren zahlreiche hirngeschädigte Patienten dazu beigetragen, dass wir uns ein klares Bild des Gehirns erschließen konnten. Diese Wissenschaft der Neuropsychologie hat aber auch einen kleinen Haken. Sie ist nämlich etwas aus der Mode gekommen. Einfach aus dem Grund, weil andere funktionierende Gehirnbereiche es schaffen, ungesunde, beschädigte Aufgaben des Gehirns zu übernehmen. Dadurch erhalten wir ein etwas verzerrtes Bild darüber, wie und über welche Areale unser Gehirn funktioniert. Wir haben heute natürlich Hirnscan-Techniken wie MRT, wo wir tatsächlich ein gesundes, eindeutiges Bild und eine eindeutige Kartierung unseres Gehirns ermitteln können. Es ist bemerkenswert, wie sich Wissenschaften und Forschungen entwickeln. Die Anfänge der Neuropsychologie beruhen nämlich auf einem Fall von Finis Gage. Bei einem Unfall schoss eine Eisenstange direkt durch sein Gehirn. Er blieb am Leben, aber seine Psyche änderte sich. Dieser etwas merkwürdige Fall war die Geburtsstunde der Wissenschaft der Neuropsychologie.